Ganz früh am Tag, wenn alle Münchner Biertrinker und Nachtlichter noch tief schlafen, sind die Bierführer unterwegs, um die Großtankstellen der ewig Durstigen wieder aufzufüllen. Eine der wichtigsten Münchner Großtankstellen, das Jahr über von Zehntausenden besucht, ist der Augustinerkeller in der Arnulfstraße, gleich hinterm Hauptbahnhof. Hierher wird das Bier noch auf die alte, traditionelle Weise befördert. Der Ali und der Franzl, die beiden belgischen Rotschimmel, kennen den Weg durch den Biergarten zum Keller hinauf genau. Und sie wissen schon, eine Stunde Wartezeit, eine halbe Stunde fürs Abladen und die andere halbe Stunde, die braucht der Kutscher, damit er die zwei Frühstücksmassen unterlaufen lassen kann.